Erneut zu Besuch beim Porsche Experience Center in Hockenheim. Inmitten der legendären Rennstrecke gelegen, befindet sich hier seit 2019 auf rund 4500 Quadratmeter ein Mekka für alle Porsche-Liebhaber. Entstanden, um die Marke fassbar und erfahrbar zu machen. Unser AVD-Motorsport-Experte Christian Danner ist unterwegs zu Robert Maggin vom Porsche Club Speyer, der ihn bereits mit einer angekündigten Überraschung erwartet. Christian, guten Morgen, lange nicht mehr gesehen. Ja, also ich komme ja immer wieder gerne hierher. Ja. Mir gefällt es hier, obwohl ich sagen muss, ich kenne mich eigentlich schon ganz gut aus. Ja. Also was machen wir denn heute? Ja, Christian, das ist jetzt ein bisschen doof, weil wetterbedingt sieht es nicht so schön aus. Wir haben wieder was Schönes geplant wie beim letzten Mal, aber das geht bei dem Wetter nicht. Ich habe da jetzt aber eine andere Idee. Wir müssen aber woanders hin. Wir können das nicht hier machen. Gerade gehört, auf der Autobahn ist riesen Baustelle und Stau. Ich habe was organisiert. Hast du was organisiert? Wir fliegen dahin jetzt. Wir fliegen dahin? Wir fliegen da jetzt einfach hin. Da sind wir schneller. Ich hoffe, wir verfliegen uns nicht. Auf geht's. Ja, ich fliege ja nicht. Da kann nichts schief gehen. Also. Doch wo genau es hingehen sollte und welches Fahrerlebnis wartete, sollte trotz einiger Anzeichen weiterhin ein Geheimnis bleiben. Zumal die allgemeine Sicherheitseinweisung für die Teilnehmer primär auf Elektromobilität und den aktuellen Porsche Taycan ausgelegt war. Auch die auf dem Gelände geparkten Fahrzeuge konnten keinen wirklichen Aufschluss über das Tagesziel geben. Die Abreise per Helikopter am Hockenheimring, auch für einen Formel-1-Experten, immer noch eine Besonderheit, die einem nicht so oft zuteil wird. Der Flug zum heutigen, rund 120 Fahrkilometer entfernten Tagesziel, also schon das erste Highlight des Tages. Das Ziel? Der Adventure-Steinbruch in Künstelsau bei Heilbronn. Beim Anflug auf den 15 Hektar großen Steinbruch, der heute neben Abbaubetrieb auch Offroad-Events aller Art anbietet, ließ sich mit einem Blick auf den Fuhrpark erahnen, dass es sich wohl heute nicht um Bogenschießen handeln würde. So, mein Lieber, bist ein bisschen überrascht, ne? Ja, also der Flug war gut, aber wo sind wir denn hier hingeraten? Ja, schau dich um. Wir müssen jetzt hier ein paar Steine abbauen. Das ist wie Strafarbeit oder Straflager. Aber nee, guck mal, was da steht. Das ist jetzt mal was ganz anderes. Ich habe gedacht, das interessiert dich vielleicht auch mal. Ja, natürlich. Das ist tatsächlich echter Dreck. Kannst du denn noch erkennen, was unter diesem Dreck zu finden ist? Also ich sagte, ich habe ein gutes Langzeitgedächtnis. Okay. 1984 hat ein Auto, was so ähnlich ausgesehen hat, die Rallye Dakar gewonnen. Ja. Das heißt, es muss ein Dakar sein. Volltreffer. Ja gut, da gibt es nur noch eines. Fahren damit, oder? Einsteigen, losfahren. Alles klar. Und ich wünsche dir viel Spaß wie immer. Danke. Also, machen wir kaputt. Doch dafür müsste Christian sich schon sehr anstrengen. Ist der neue 911 Dakar doch extra für diese extremen Bedingungen gemacht. Rund 480 PS lassen den Offroad-Spezialisten, der über ein speziell entwickeltes Liftsystem auf bis zu 19 cm Bodenfreiheit kommt, auch im Gelände bis zu 240 km/h schnell werden. Und einen ersten Eindruck in die Fahrdynamik des 911ers auf diesem Kurs findet Christian schon nach wenigen Kilometern. Ich kann feststellen, es handelt sich um eine außerordentlich matschige, um zu sagen matschige Angelegenheit, wo außer Matsch und bei weitem nichts zu erkennen ist. Matsch, Matsch, nochmal Matsch und ein wenig mehr Matsch noch dazu. Und wie matschig genau, findet auch bald unser Kameramann Marius heraus. Okay. Nach dieser kleinen Dusche also Zeit für eine kurze Pause und Nachfragen bei Porsche Dakar Entwicklungsleiter Thomas Kriegel. Marius, wie kommst du denn zur Arbeit? Thomas, du hast das Auto entwickelt. Wie viel Elfer ist denn da eigentlich drin, oder ist das was ganz Neues? Ja, das ist auf jeden Fall 100% Elfer. Ja. Das basiert auf dem 911 GTS. Und wir haben das Auto letztendlich höher gelegt und damit Offroad-tauglich gemacht. Unglaublich. Und damit kann man nicht nur im Matsch fahren, damit kann man auch über Dünen fahren, habe ich gehört. Da kann man auch Dünen surfen. Das haben wir in Dubai gemacht, in den Big Reds. Das Auto ist da hervorragend für geeignet. Es hat einen kurzen Radstand, es hat eine hohe Bodenfreiheit und wir haben Regelsysteme für Fahrwerk und Antrieb und die ermöglichen, dass man damit
ganz entspannt in der Düne fahren kann. Also es ist Spaß natürlich ohne Ende, wenn man mal Offroad fahren will. Und es ist natürlich auch wahnsinnig praktisch, weil man überall hinkommt, egal wo man ist. Gibt es denn überhaupt Gelände irgendwo auf der Welt, wo es Porsche-Kunden gibt, die genau sowas brauchen? Ja, also grundsätzlich ist das ja überall von Vorteil, wenn man sich nicht Spoiler abreißt. Also der Jeff Swartz zum Beispiel, amerikanischer Rennfahrer, der ist froh, dass er jetzt zum ersten Mal in sein Haus fahren kann. Der wohnt in den Rocky Mountains. Aber auch sonst sind halt eben viele Straßen mit Sleeping Policemen belegt oder hohe Bordsteine. Das ist alles kein Problem mehr mit dem Auto. Hervorragend. Ja, also vielen Dank. Das hat in der Modellpalette auf jeden Fall noch gefehlt, würde ich sagen. Das hat auf jeden Fall gefehlt. Was gibt es als nächstes? Kommt noch irgendwas? Wir haben ganz viele Ideen. Fliegendes aber Auto oder da reden wir dann. Das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal, ja? Genau. Alles klar. Gut. Doch das nächste Fahrerlebnis startet sofort. Christian, wir fahren wieder heim. Ich wusste nicht genau, ob du schon mal Elektroauto gefahren bist. Deswegen haben wir jetzt mal einen Taycan. Irgendwann ist immer das Erste. Sehr gut, dann los. Weißt du, ich habe nicht aufgepasst. Ja, ja. Bremse treten. Es hat geklappt, wir fahren los. Es lebt. Und so geht es zurück in das 120 Kilometer entfernte Hockenheim. Das Wichtigste ist, wenn man im batterieelektrischen Fahrzeug fährt, man muss immer den Batteriestand kontrollieren. Wir haben noch 55%. Jetzt haben wir noch 40, oder? Also eines muss man sagen, beschleunigen kann er, oder? Beschleunigung ist Hammer, ja. Muss man ganz klar sagen. Ja, ist auch schön straff und so, also zum Fahren. Also mir gefällt es schon. Soll ich nochmal Batteriecheck machen? Ja, bitte, Achtung, Blitzer. 52%. Ja, der Blitzer, glaube ich, bei 40 Kilometer pro Stunde ist ungefährlich, oder? Ja. Oder war das eine 30er-Zone? Ich glaube nicht, weil es hat nicht geblitzt. 60er war es. 60er war es, ja, dann können wir wieder nach. Ja. Das ist natürlich jetzt ein unglaublicher Unterschied von diesem rauen, über die Bodenwellen hüpfenden Matsch. Dakar-Gefährt, ja, zu diesem, ich sag mal, straffen, sportlichen, ja, tollen Auto, ist natürlich ein Tag- und Nachtunterschied, gell? Ja, ja, das ist krass, ja. Auch komplett anderer Antrieb, also das ist echt krass, der Unterschied. Ja, ja. Also, Porsche kann alles, das ist das, was wir gelernt haben hier, oder? Stimmt, ja. Porsche kann Rundstrecke, Porsche kann Matsch, Porsche kann elektrisch. Schön. Ja. Und so geht es entspannt über die Autobahn zurück ins Porsche Experience Center am Hockenheimring. Dank der ausgewogenen Fahrweise von Christian, auch mit der nötigen Restkapazität der Ladebatterie. So, mein lieber Christian, das war jetzt im Prinzip das perfekte Wetter für diesen Event, oder? Stell dir das mal vor, in Trockenen hätte es ja gar keinen Spaß gemacht. Wenn ich meine Hosen anschaue, eindeutig. Und weißt du, was dazugehört, ist natürlich das. Es war ein Erlebnis, wo jemand wie ich normalerweise nie hinkommt. Weil ich bin nun mal hier, Hockenheim, alles asphaltiert, Rennstrecke. Da bin ich zu Hause. Es war ein herrlicher Ausflug in ein mir völlig unbekanntes Terrain. Ich bin aber schon froh, dass wir jetzt auch mit dem sagen wir mal, kleinen mit der Übergangslösung Elektrofahrzeug wieder in Hockenheim angekommen sind. Ja. Wieder an der Rennstrecke und siehst du, was da drüben steht? Siehst du das Ding? Ja. Ein GT3 RS. Ich meine, damit sollten wir jetzt eigentlich weitermachen. Ja, das ist ja genau der, den du schon gefahren hast. Ah, ist es der? Das ist genau der graue, ja. Der kennt dich auch noch, denke ich. Also, dann sage ich mal vielen Dank, dass wir wieder da angekommen sind, wo wir losgefahren sind. Es war ein toller Ausflug. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns. Wir machen wieder was. Ja. Ne? Also, mach's gut. Ciao.